Pock. Nächster Redner ist Michael Pock von den Neos. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Bürgerinitiativen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher, ich möchte gleich zu Beginn darauf eingehen, ich war jener Abgeordnete, aufgrund dessen es jetzt eine Umreihung gegeben hat. Ich habe mein Stimmverhalten auf Kontra gestellt und möchte das auch begründen Richtung Sozialdemokraten und Konservativen. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren meiner Meinung nach doch sehr intensiv daran gearbeitet, den Petitionsausschuss weiter aufzuwerten. Wir haben einige Erfolge gehabt. Der letzte große Erfolg war das Hearing zu TTIP und CETA. Wir sind aber in manchen Dingen nicht weitergekommen. Und wie Sie vielleicht wissen, ich habe es auch schon öfter erzählt, ich habe in diesem Jahr bereits 50 Workshops in verschiedenen Bundesländern abgehalten, immer am Abend, wie man als Bürger und Bürgerin ohne Inanspruchnahme einer Partei oder eines Abgeordneten, einer Abgeordneten, auch direkt im Parlament mitbestimmen kann. Die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist mittels Bürgerinitiative. Die Menschen, die dort bei den Workshops dabei sind, die haben nicht die Erwartungshaltung, dass wenn sie eine Bürgerinitiative im Parlament einreichen, dass das dann eins zu eins umgesetzt wird. Das sind keine Träumer, Träumerinnen, da geht es tatsächlich um ein wesentliches Anliegen, dass sie gehört werden. Es geht grundsätzlich darum, dass Stellungnahmen eingeholt werden, dass die Entscheidungsträger und Trägerinnen in diesem Land wissen, dass es dieses Anliegen gibt, dass die Fraktionen eine politische Debatte führen und dann zu einer Entscheidung kommen. Und das verspreche ich oder habe ich jetzt im letzten Jahr, in den letzten 6 Monaten bereits 50 Mal versprochen. 50 Mal, dass ich mich dafür einsetze. Und es ist bisher meist geglückt in den letzten Sitzungen, aber in der letzten Sitzung nicht. Ich möchte ein Beispiel herausnehmen, nämlich die Bürgerinitiative aus dem Görschitztal, die sich mit dem Thema HCB beschäftigt hat. Alle Fraktionen kennen dieses Thema. Grundsätzlich ist aufgrund der falschen Verarbeitung von Schadstoffen Erde kontaminiert worden. Die Menschen, die rundherum leben, die tatsächlich auch ihre Kinder dort auf den Feldern spielen haben, haben eine Bürgerinitiative gestartet mit dem konkreten Wunsch an den Nationalrat, dass man prüft, wie man Bundeskompetenzen in Zukunft anders gestalten kann, damit solche Umweltskandale nicht mehr passieren können. Was haben wir gemacht? Wir haben gestern beispielsweise ein Umweltinformationsgesetz verabschiedet, das dem entgegenwirken würde. Wir haben es aber nicht geschafft, diese Bürgerinitiative zu nehmen und dem Umweltausschuss zuzuweisen. Wir haben sie zur Kenntnis genommen. Und was passiert? Es ist genau dieses Versprechen dann gebrochen, dass wir Menschen, die, wie die Kollegin Aubauer vorher schon gesagt hat, ernst nehmen, die 500 Unterschriften sammeln. Das ist uns nicht gelungen. Deswegen werde ich heute auch gegen diesen Sammelbericht stimmen und hoffe, dass ich das in Zukunft nicht mehr machen muss. Ich möchte aber auch einen Ausblick geben auf das zweite Halbjahr und möchte appellieren, insbesondere an die Sozialdemokratie und die Konservativen, aber auch an alle anderen Parlamentsfraktionen, dass wir intensiv an 2 Punkten arbeiten müssen. Wir müssen auf der einen Seite zumindest einen Minimalkonsens finden, der durch die Mehrheit getragen wird, um den Ausschuss aufzuwerten. Wir reden nach wie vor von der Öffnung des Ausschusses. Wir reden nach wie vor davon, dass Initiatoren und Initiatorinnen grundsätzlich am Ausschuss teilnehmen können, dass es leichter ist, Auskunftspersonen einzuladen. Und wir reden vor allem auch darüber, dass es nicht mehr eine Gnade ist, die dieses Hohe Haus vergibt, dass Menschen in dieses Haus kommen, sondern dass es ein Recht der Bürgerinnen und Bürger wird. Das ist eine zentrale Forderung. Und als zweiten relevanten Punkt für den Petitionsausschuss möchte ich auch noch eines herannehmen. Wir haben derzeit, und das hat die Kollegin Schenk davor auch schon angesprochen, wir haben sehr große Schwachstellen im Bereich der Berichtspflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die Deutsche Bundesrepublik informiert einmal im Jahr darüber, was mit Petitionen geschehen ist. Was für eine konkrete Gesetzesmaterie ist entstanden aufgrund einer eingegangenen Petition. Wir haben derzeit nicht einmal den Ansatz, also die Bürgerinnen und Bürger erhalten die Rückmeldung, dass die Petition, die Parlamentarische Bürgerinitiative, erledigt ist. Sie erfahren nicht, was damit weiter passiert ist. Sie erfahren nicht, ob sie damit die Republik verändert haben oder nicht. Und das darf in Zukunft nicht mehr passieren. Da werde ich massiv den Druck aufbauen. Sie kennen mich bereits. Ich werde entschlossen auf Sie zukommen und mit Ihnen verhandeln. Dankeschön. Man habe intensiv daran gearbeitet, den Ausschuss für Petitionen aufzuwerten, sagt Michael Pock von den Neos.